Die Frage, welche Zukunftsvision haben wir für 2050? Also für mich und für die GEW besteht die Vision eines inklusiven Schulsystems, das nicht aussondert, sondern Bildungsgerechtigkeit ermöglicht. Und dabei denken wir an eine Schule für alle als diskriminierungsfreien Ort von Leben und Lernen und der den Schülerinnen und Schülern über den ganzen Tag vielfältige Lernangebote macht, also auch Räume für das selbstorganisierte Lernen. Es darf nicht darum gehen, wie Kinder in irgendwelche normativen Vorstellungen passen müssen, sondern darum, wie sie sich selbst weiterentwickeln und ihre Kompetenzen stets erweitern. Also bei Star Trek würde es heißen, sich selbst zu verbessern und verwirklichen. Du bist ja auch Science-Fiction-Fan, Anja. So, Schule ist dann ein Raum, in dem individuell unterschiedliche Lernwege erprobt werden und dann auch den SchülerInnen ein Feedback gegeben wird. Ein solches positives Feedback soll dann auch die Ziffernoten ersetzen. In der Schule der Zukunft gibt es wesentlich kleinere Lerngruppen, in denen dann auch die pädagogische Begleitung und Förderung aller SchülerInnen möglich ist. Um das zu realisieren, braucht es eben viel mehr pädagogisches Personal, ausgebildetes pädagogisches Personal. Und wir wünschen uns, dass die vielfältigen Belastungen von Lehrkräften und von allen in der Schule Tätigen, also auch von den sozialpädagogischen Fachkräften, dass die gesehen werden. Und bei der Erfassung von Arbeitszeiten müssen auch die vielen Aufgaben der Pädagoginnen und Pädagogen verlässlich berücksichtigt werden. Es dürfen nicht immer neue Aufgaben obendrauf kommen, ohne dass sich an den anderen Arbeiten etwas ändert. Die verschiedenen Professionen, also Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte und weiteres Schulpersonal, die arbeiten Ja. gleichberechtigt. Keine Hierarchie mehr. Demokratische Mitbestimmung wird für alle Ebenen, wird auf allen Ebenen in den schulischen Gremien gelebt. Und Schulgebäude, die dann jetzt demnächst zu bauen sind, sind auf neue Lernformen ausgerichtet und die bieten auch Teilungsmöglichkeiten, Nischen und so weiter. Also die Flurschule, die hat ausgedient. An jeder Schule gibt es eine solide digitale Infrastruktur, gemeinsame Regeln zur Nutzung, damit auch eine Verbindung von analogen und digitalen Lernwegen möglich ist. Dass das fehlt, erleben wir ja gerade ganz deutlich. Schulgebäude sind außerdem auch noch nachhaltig und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Dann war die Frage, welche Herausforderungen identifizierst du, die politisch bewältigt werden müssen? Also, wenn wir von hinten anfangen bei der digitalen Infrastruktur, sind diese Hürden natürlich aktuell total präsent. Die Pandemie, die hat deutlich gezeigt, wie unterschiedlich die Schulen digital aufgestellt sein. Es kann ja nicht sein, dass sowas Grundlegendes wie Bereitstellung von Servern, von Dienst-E-Mails, Lernplattformen, Schulclouds ganz allein an den 700 Einzelschulen geregelt ist. Da gibt es so gut wie keine zentralen Vorgaben. Dieses Zuständigkeitsgerangelei zwischen den Bezirken und der Schulverwaltung, die ist eher hinderlich, als dass sie irgendwie weiterhilft, auch wenn ich kein Gegner von Föderalismus bin. Alle Ebenen, die sollten die Schulen unterstützen und sich hier nicht gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Dann noch was zu der Größe von den Lerngruppen. In den letzten Jahren sind durch das Bevölkerungswachstum die Gruppen eher größer als kleiner geworden. Wir haben teilweise Grundschulklassen mit 28, 29 Kindern, und die Pädagoginnen und Pädagogen spüren das deutlich als Belastung und auch die Jugendlichen und auch die Kinder, für die ist das natürlich eine belastende Situation. So können wir den einzelnen SchülerInnen nicht gerecht werden und sie leiden unter dieser Unruhe. Es fehlen Räume, es fehlen Fachkräfte. Die Räume selber, die werden auch knapper. Teilungsförderstunden werden zu Vertretungsstunden herangezogen, weil es eben keine Vertretungsreserven gibt. Wir kennen aus Pankow, dass es da keine einzige Grundschule mehr gibt, die Horträume hat. Also der gesamte Schulalltag findet in ein und demselben Raum statt. Jetzt, wenn teilweise noch da gegessen werden muss, verlassen die Kinder 8 Stunden diesen Raum nicht. Das ist unwürdig und unzumutbar. Hier muss sich wirklich was ändern. Und wenn wir ein wirklich inklusives Schulsystem haben wollen, und wenn wir das umsetzen wollen, müssen wir auch die Aufteilung in den verschiedenen Säulen bei den weiterführenden Schulen in Frage stellen. Das Prinzip gefällt nicht Ihnen, nicht vielen, da die Aufteilung nach Leistung im Prinzip ja auch von manchen für sinnvoll geachtet wird. Also, aber diese Aufteilung findet häufig nach sozialem Background statt und das ist sozial ungerecht. Hier sind jahrhundertelang gewachsene Denkweisen. Also Inklusion und Bildungsgerechtigkeit müssen die Leitplanken des bildungspolitischen Handelns sein. So, was muss in der kommenden Wahlperiode umgesetzt werden bis 2026?
Also sie brauchen kleinere Lerngruppen und damit auch mehr Personal. Und das zeigt auch die aktuelle Krise, es braucht verbindliche Vertretungsreserven. Keine Fußballmannschaft geht ohne ErsatzspielerInnen auf den Platz und das darf auch bei Schule nicht so sein. Wir brauchen eine 10%ige Vertretungsreserve. Wir brauchen eine unabhängige Diskriminierungsstelle für den Bildungsbereich und wir wollen, dass die Ziffernoten in den Jahrgängen 1 bis 9 abgeschafft werden. Das Probejahr an Gymnasien muss abgeschafft werden und wir wollen eine flexibilisierte Oberstufe gerne auch mit Verbundoberstufen, also mit mehreren Schulen zusammen.